So, neues Video von Savage Scooters, neues Video von mir für euch. Heute sprechen wir über einen Umbau einer Zündgrundplatte für einen DC-Umbau. Das bedeutet, wir müssen an der Zündgrundplatte einige Änderungen vornehmen. Das ist die Zündgrundplatte einer Lusso. Hier müssen wir ein, zwei kleine Änderungen vornehmen, damit wir eine Gleichspannung erzeugen können für unseren Roller. Das bedeutet, ich zeige euch jetzt wirklich in ganz einfachen Schritten, was ihr machen müsst, damit ihr euch eine DC-Spannung für euren Roller erzeugen könnt. So, und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Zündgrundplatte, ganz einfach gesagt, wir müssen die Masse, die schwarze Leitung hier oben von dem Stecker, die schwarze Leitung, die müssen wir separieren. Und zwar müssen wir die vom Aluminium-Grundkörper der Zündspule, beziehungsweise der Zündgrundplatte, so rum, müssen wir die separieren. Wir dürfen allerdings nicht den Kontakt zum letzten Draht der letzten Spule, die alle vier in Reihe geschaltet sind, führt ein bisschen zu weit, den dürfen wir nicht verlieren. Das heißt, wir müssen den Draht der letzten Zündspule und die schwarze Leitung miteinander verbinden, ohne Kontakt zur Grundplatte des Aluminiumkörpers zu haben. Denn das separiert dann die Masse von der Masse des Motors und vom Rahmen und so weiter. Das heißt, der erste Schritt ist, Masse separieren in der Zündgrundplatte. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, hier ist das schwarze Kabel aufgebracht. Und zwar kommt das hier unten hoch. Das sieht man jetzt schlecht zwischen dem grünen und dem blauen Kabel. Kommt das schwarze Kabel hoch und geht hier, ich habe das schon mal so ein bisschen freigekratzt, auf diese Lötstelle, die mit der Aluminiumgrundplatte, der Zündgrundplatte verbunden ist. Und diesen Teil müssen wir jetzt isolieren. Sprich, wir müssen das schwarze Kabel hier von diesem Lötpunkt wegbekommen. Das machen wir jetzt als allererstes. So, wenn ihr jetzt den schwarzen Draht von dem Massepunkt isoliert habt, dann macht ihr hier oben ein bisschen Isolierung weg, dass ihr eine freie, lötfähige Spitze bekommt. Ihr steckt ein bisschen was Isolierendes drüber. Hier würde ich euch Schrumpfschlauch empfehlen. Und dann wird jetzt hier dran ein kleines Stück Kabel gelötet, was wir dann in der Grundplatte verlegen müssen, um zum anderen Ende der Spulen zu kommen, die wir den Punkt, den wir erreichen müssen. Ich zeige euch das jetzt mal. Also hier habt ihr den entlötet, den Punkt. Das sieht ein bisschen wüst aus jetzt, weil der Lack runter ist. Ne? Das solltet ihr auch dann mit einem entsprechenden bisschen Lack wieder isolieren. Auf der anderen Seite löst ihr jetzt diese Kupferleitung aus der allerletzten Spule hier. Die löst ihr von dem Massepunkt, so dass die frei in der Luft steht. Diesen Massepunkt, den könnt ihr dann einfach wieder ein bisschen mit dem Lötkolben glatt ziehen und dann auch wieder isolieren. Das ist einfach nur, dass die letzte Spule mit dem Ausgang auf den Träger von der Zündgrundplatte gelötet wurde. So, wenn ihr den frei gemacht habt, dann ist der zweite Teil getan. So, und um die Masse zu separieren, müsste ich jetzt diesen Leiter mit diesem Leiter hier hinten verbinden. Das funktioniert aber nicht, das ist zu kurz. Deswegen kommt eine schwarze Leitung ins Spiel, die ich quasi hier anlöte und damit diese beiden Stellen verbinde und auch natürlich isoliere, weil hier findet das Separieren der Masseleitung statt. So, wenn jetzt das schwarze Kabel mit dem kleinen Drahtstück hier verlötet ist und entsprechend isoliert ist, dann werden wir unseren Weg hier innerhalb der Grundplatte von hier rüber zur letzten Spule, zu dem letzten Lötpunkt der Spule verbinden. Und zwar kommt dann das Ende an diesen kleinen Kupferpin. Hier seht ihr ihn. So, das wird dann da dran gelötet und wird auch isoliert. Und dann haben wir die Masse von der Zündgrundplatte separiert, sodass wir ein autarkes Signal losgelöst von der Zündgrundplatte auf den Regler schicken können. So, jetzt haben wir diese beiden Punkte auch miteinander verbunden und das Ganze wird jetzt mit dem Schrumpfschlauch isoliert. So, darüber und dann noch einen weiteren Schrumpfschlauch, das können wir dann noch ein bisschen mehr isolieren. Das wird jetzt so isoliert und damit haben wir die Masse separiert. Das ist das, was an der Zündgrundplatte zu tun ist. Wir haben jetzt, wie ihr seht, die schwarze Ader hier herumgelegt, hier isoliert und hier isoliert. Also bin ich mir selbst im Weg vom Licht her. Ich zeige es euch mal so.
Da seht ihr die Lötverbindung und die Isolation durch den Schrumpfschlauch. Hier war der alte Lötpunkt. Den haben wir mit einem Lack überzogen, damit der auch Ruhe gibt und nicht irgendwie uns Probleme macht, dass wir da eine Kontaktsituation haben mit dem Kupferdraht und so weiter. Das haben wir isoliert. Genauso wie wir das auf der anderen Seite gemacht haben. Da haben wir, hier war der schwarze Draht aufgelöst, den haben wir abgelötet, ich habe den weißen Draht dann noch sauber wieder verlötet und habe dann auch nochmal eine Schicht Lack drauf gegeben, damit wir da auch Ruhe haben, damit das auch isoliert ist. So, und dann seht ihr hier, kommen wir hier zwischendurch, hier diese kleinen schwarzen Flecken, da bin ich immer mal mit dem Lötkolben gegengekommen, das ist nichts Dramatisches. Das passiert halt, wenn man mit so einem Lötkolben arbeitet, da kommt man mal dagegen, auch hier. Ne? So, und dann geht die Leitung hier rüber. Und damit haben wir das Massesignal der gesamten Grundplatte separiert und isoliert. Und wir sind jetzt hier im Stecker an der Stelle, dass wir Spuleneingang, Spulenausgang komplett losgelöst von der Grundplatte haben. Und die Spannung, die hier induziert wird, können wir dann auf den Regler schicken. Ich zeige euch noch, wie man das herausfinden kann, ob das tatsächlich miteinander verbunden ist. Dazu brauche ich aber mein Messgerät. Um jetzt herauszufinden, ob unsere Operation am offenen Herzen erfolgreich war, werden wir jetzt hier auf Durchgangsmessung stellen, um dann dieses Piepsignal zu... Idealerweise sollte man das als Geräusch hören, wenn man dann die beiden Kabel gegeneinander durchmisst. So, um jetzt herauszufinden, ob das Ganze auch funktioniert hat, gehen wir mit dem einen Messende an den schwarzen und mit dem anderen Messende an den blauen. Und idealerweise sollten wir jetzt einen Piepston hören. Gut. Bedeutet nichts anderes, als dass wir hier über diese Kupferspulen dann schwarz und blau miteinander verbunden haben und dass das Ganze dann auch funktioniert. So, jetzt kommt der nächste Schritt, der entscheidende. Wie geht's jetzt weiter? Weiter geht's im Programm. Wir haben jetzt die Zündspule umgebaut, den blauen und den schwarzen Leiter haben wir separiert und ihn in diesen Kabelast entlassen. Jetzt brauchen wir einen Spannungsregler und den könnt ihr beim Scooter Center kaufen. Das ist ein sogenannter Vasell-Regler. Der regelt euch jetzt die Spannung, die dort erzeugt wird, auf 12 Volt runter. Das heißt, der schwarze und der blaue Draht gehen in diese beiden gelben vom Spannungsregler. Und dabei ist es tatsächlich völlig egal, wie rum ihr die reinsteckt. Das juckt den Regler überhaupt nicht. Deswegen sind die beide gelb. Bedeutet, hier kommt eure Spannung von der Zündspule über den Regler an. Alles, was über 12 Volt hinausgeht, so eine Zündspule erzeugt um die 70 bis 80 Volt bei Volllast, vielleicht auch mehr. Moderne Zündanlagen sind da durchaus in der Lage, ein bisschen mehr noch wahrscheinlich zu machen. Aber alles, was über 12 Volt erzeugt wird, wird an diesem Spannungsregler verkocht. Das ist nichts anderes als ein Widerstand. Und innerhalb dieses Spannungsreglers wird die erzeugte Wechselspannung, Wechselspannung ist etwas anderes als Gleichspannung, darum machen wir den ganzen Rotz ja. Diese Wechselspannung wird hier gleichgerichtet und wird über diesen roten Draht und über diesen schwarzen Draht nach außen gegeben. Bedeutet, hier kommen 12 Volt Gleichspannung heraus. Wobei es eigentlich keine traditionelle Gleichspannung ist, sondern nur eine gleichgerichtete Wechselspannung. So, bedeutet, zwischen dem roten und dem schwarzen liegt plus 12 Volt an oder etwas mehr, 12,5. Müsste man am Schluss mal messen. So, schwarz geht auf Masse, rot geht direkt auf die Batterie als Ladestrom. Das heißt, die Zündspule fungiert nur als Lademittel für die Batterie über den Regler. Bitte aber auf jeden Fall zwischen der roten Leitung und der Batterie eine Sicherung verbauen, damit, falls was passiert, falls irgendwo ein Kurzschluss passiert, dass ihr da keine Probleme bekommt, dass euch der ganze Rotz abfackelt. Ne? Hier kann ja auch mal was passieren und wenn dann die Spannung, die an der Batterie ansteht, hier direkt auf Masse fließen kann, dann kann es hier vielleicht zu einem Kabelbrand kommen. Also auf gar keinen Fall das Risiko eingehen. Zwischen Rot und Batterie bitte auf jeden Fall eine Sicherung verbauen. Da dürfte eine, weiß nicht, 8 Ampere, 10 Ampere Sicherung problemlos funktionieren. So, und damit ist eigentlich der DC-Umbau nämlich erledigt. Zündspule umgebaut, Masse separiert, neuen Regler bestellt, den Regler direkt an diese beiden Drähte, die aus der Zündspule kommen, anschließen und diese beiden
Kabel einmal auf Masse legen, den schwarzen, und den roten direkt auf die Batterie, wie gesagt mit einer Sicherung dazwischen. Und schon habt ihr ein DC-Bordnetz, denn alles, was an Spannung benötigt wird, wird über die Batterie dem Bordnetz zur Verfügung gestellt. So einfach ist das. So, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das war sehr rudimentär erklärt. Also wirklich nur die wichtigsten und einfachsten Schritte zum Umbau auf DC. Ihr braucht keine große Zündanlage, die speziell für DC ausgelegt ist. Wenn ihr sowieso eine neue Zündung sucht, dann wäre es sicherlich clever, gleich zu einer DC-Zündungsvariante zu greifen. Wenn ihr aber einen Roller habt, den ihr gerne auf Gleichstrom umrüsten möchtet, um LED-Blinker, um LED-Scheinwerfer, vielleicht auch eine USB-Ladestation für das iPad, den Fernseher, den Wäschetrockner, whatever ihr da anschließen wollt, zu generieren, dann geht das auch über diese Art und Weise. Ne? Ist also relativ überschaubar, die Arbeit, und ist auch schnell gemacht. Das Einzige, was ihr dann hinterher noch machen müsst, ihr müsst die ganzen Dinge wie Blinkerrelais müsstet ihr gegebenenfalls austauschen und eure Leuchtkörper überprüfen, ob die ja, das Ganze mitmachen. Das war's im Grunde. Ich hoffe, ich habe, wie gesagt, ein kleines bisschen Licht ins Dunkel gebracht, und wie es dann nach dem Regler weitergeht, das zeige ich euch, wenn ich den Roller soweit habe. Das ist jetzt im Moment leider noch nicht möglich, weil hier stehen überall so viele Teile rum. Der muss erst lackiert werden. Der Motor ist auch fast vor der Fertigstellung. Also wir sind, oder ich bin in einem Schaffensprozess, das wird sich jetzt allerdings noch ein bisschen ziehen. Der nächste Teil auf DC-Umbau, den machen wir dann, wenn der Roller zusammengebaut wird. So. In diesem Sinne, bleibt hässlich, und wenn er rausgeht, fallt nicht in Schnee. Tschüss.